Hallo, hier ist Christoph von taptech.de und das ist der Gaming-Test des neuen Samsung Galaxy Note 3. Wir konnten das Gerät in den vergangenen Stunden schon ausführlich testen und bevor wir aber einen ausführlichen Test in den kommenden Tagen veröffentlichen, möchten wir euch bereits einen Gaming-Test zeigen. Dazu haben wir mehrere Spiele installiert: Temple Run 2, Modern Combat 4, Real Racing 3 und Riptide GP 2. Vor allem die letzteren Games sind sehr grafikintensiv. Und da kommt auch die Performance des neuen Qualcomm Snapdragon 800 Prozessors zum Tragen und auch die 3 GB Arbeitsspeicher. Wir wissen ja, bei anderen High-End-Geräten sind nur 2 GB verbaut, hier erstmals 3. Starten wir am besten gleich Temple Run 2. Fangen das Ganze nochmal neu an. Achtet einfach, währenddem ich spiele, auf den Sound, der hier, also der Lautsprecher ist hier auf der Unterseite, beziehungsweise auch generell auf die Grafik und dieses knallige Super AMOLED-Display. Also die Farben sind hier wirklich sehr knackig, was uns sehr gut gefällt. Natürlich ein IPS-Display wirkt vielleicht eine Spur natürlicher, aber bei einem Smartphone kann das ruhig auch ein bisschen knackiger sein. Und so gesehen gefällt uns das hier sehr gut. Ja, hier, das Spiel ist nicht gerade sehr grafikintensiv, sieht aber trotzdem wirklich sehr gut auf dem Gerät aus, auf diesem 5,7 Zoll Full HD Display. Hier auch, das macht sich bei anderen Spielen bemerkbar, gleich später bei Modern Combat 4 zum Beispiel, dass man ein bisschen mehr Platz hat, da macht das Spielen einfach schon ein bisschen mehr Spaß. Ja, wie gesagt, ein einfacheres Spiel. Darum wechseln wir jetzt einfach zu Modern Combat 4. Und hier starten wir die Mission neu. Und achtet einfach, wie gesagt, wieder hier auf die Lautstärke bzw. auf den Lautsprecher und auch auf das Display. Die Lautstärke ist auf voll eingestellt und die Displayhelligkeit ist ebenfalls auf 100%. Sieht hier wirklich alles gut aus. Ich sehe hier momentan leider nicht so viel, da das Display relativ spiegelt. Aber ihr seht hier von den Effekten, das sieht wirklich genial aus auf diesem Display und macht ja auch wirklich Spaß zu spielen. Wenn wir uns hier das Feuer anschauen. Ja. So viel hier zu Modern Combat 4. Also ihr seht hier keine Probleme, keine Lags oder sonst was. Und dann möchten wir auch gleich fortfahren mit Real Racing 3. Dazu müssen wir erst ein Auto kaufen. Okay. Merkbar ist, dass das Gerät hier auf der Oberseite warm wird, allerdings jetzt nicht irgendwie richtig heiß, aber eben halt spürbar warm. Und ja, ist aber eigentlich relativ normal bei solchen Geräten. Ähnlich wie beim Sony Xperia Z, wo wir das ähnliche gehabt haben.
von den Effekten hier. Sieht es auch wieder richtig gut aus von den Spiegelungen, was man hier am Auto sieht. Und einfach diese knackigen Farben von dem Display. Da macht das Ganze dann schon sehr viel Spaß zu spielen. Soundqualität ist auch relativ gut und es ist auch gut, dass der Lautsprecher relativ weit oben integriert wurde, denn so stört eigentlich nicht immer, wenn man mit dem Gerät in diesem Fall im Landscape-Modus spielt und die Soundqualität wird nur dann vermindert, wenn ich wirklich komplett den Lautsprecher abdecken würde oder das Gerät so halten würde. Ja, das war Real Racing 3, das heißt, hier haben wir genauso keinen Ruckler gehabt. Dann weiter geht's mit Riptide GP2, eines meiner Lieblingsspiele momentan. Hier haben wir auch wieder super Effekte und eine geniale Grafik generell. Und schauen wir uns das Ganze an. Es wird noch wärmer hier auf der Seite, auch auf der Oberseite, aber es sollte jetzt nicht wirklich beim normalen Gebrauch stören. Das ist auch nur, wenn man Games spielt oder andere leistungsintensive Programme macht, startet, wie zum Beispiel ein Benchmark oder sonst was. Diese Wasserspritzer und so weiter, also sieht wirklich phänomenal aus. Auch besser wie auf einem Sony Xperia Z1, einfach durch dieses Super AMOLED Display und hier auch der Vorteil wieder das größere Display, da macht das Ganze einfach mehr Spaß beim Spielen und auch bei anderen Anwendungen, hat aber auch halt seine Vorteile oder seine Nachteile, wenn man Elemente im oberen Bereich drücken will, da braucht man dann meist zwei Hände dazu, aber in diesem Fall für die Gaming-Performance bzw. für Games eigentlich optimal. Ja, das war's. Der Gaming-Test, wie ihr gesehen habt, macht sich das Galaxy Note 3 wie erwartet sehr gut. Also die neuesten Spiele lassen sich hier problemlos spielen und das auch mit atemberaubender Grafik durch einfach dieses knackige Super AMOLED-Display und der hohen Auflösung von 1920x1080 Pixeln. Von dem Akkuverbrauch während dem Spielen, wie ihr gesehen habt, wir haben bei ca. 15% oder 16% angefangen. Und da geht die Akkulaufzeit rapide nach unten, vor allem wenn man hier die Helligkeit des Bildschirms auf 100% eingestellt hat. In Wirklichkeit braucht man die Helligkeit aber von 100%, auch bei Spielen nicht, denn das Display ist auch bei 80% oder 70% hell genug, um das Ganze dann auch vernünftig anzuzeigen. Stellen wir das mal kurz hinunter auf ca. 75%. Und dann möchten wir nochmal kurz Riptide GP2 hervorrufen. Resume. Und ihr seht, es macht eigentlich, es macht zwar einen Unterschied, aber für die Verwendung hier noch mehr als zu gebrauchen, noch hell genug. Ja, das war's, bevor ich hier weiter spiele. Mit dem Gaming-Test des neuen Samsung Galaxy Note 3. Mehr Videos zum Samsung Galaxy Note 3 findet ihr in Kürze auf tabtech.de bzw. natürlich auch auf unserem YouTube-Kanal. Also Daumen hoch und vergesst nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich bin Christoph, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.